Und wieder herzlich willkommen zurück zu Space Engineers mit Noah. Hi, grüß euch, moin moin. So, wir haben die Shipyard ja fertiggestellt in der letzten Folge. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt müssen wir Ressourcen ranschaffen, weil wir haben ja was Großes vor. Ja. Was guckst du mich eigentlich so komisch an? Ich guck so, das ist mein Gesicht, lass mich in Ruhe, Mann. Mach einen Helm zu. Guck mal, ich, während du dich auf der Challenger ausgeschlafen hast, habe ich mal hier, guck mal hier hinten aus dem Fenster, mal ein bisschen was vorbereitet. Oh, du hast, oh, nice. Okay, super. Ja, und mach doch mal Platz hier. Was denn? Alter! Du stehst aber auch wirklich nur im Weg. Kann auch gehen, warte. Ja. Nein, das wäre so schön hier. Den Transporter hast du auch schon gesehen? Ja, den habe ich schon begutachtet, ja. Da können wir uns dann zur Station runterporten und ich habe auch schon eine Laserantennenverbindung zwischen Mondstation und Shipyard eingerichtet. Ah, okay, cool. Nice. Weil irgendwie ist das mit dem Antennensignal, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie zu viele Interferenzen hier durch die Gravitation, ich weiß es nicht. Selbst auf die kurze Entfernung kriegst du keine Verbindung hin, das kannst du vergessen. Okay. Ja, deswegen Laserantenne funktioniert 1A, kann man hier via Remote wunderbar drauf zugreifen. Aber ist schon komisch, oder? Ja. Zumal noch geiler ist, du kannst von der Station via Remote auf die Drohnen drauf zugreifen, obwohl die Antenne aus ist. Das ist aber nicht die Laserantenne, oder? Nein, das ist, die hat ja kein aktives Signal. Also, stimmt, also ja. Irgendwas ist hier nicht ganz koscher. Entweder sind es die Strahlungsrückstände von dem Jump Drive von der Challenger oder keine Ahnung, irgendwas. Ja, krass. Ja. So. Und guck mal, das durftest du ja letztes Mal auch nicht so schön begutachten. Yeah. Die Sonne geht auf. Es werde Licht, Alter. Geil. Ja, die machen jetzt hier mal. Die machen mal ordentlich Banane. Well. Ja, das brauchen wir später auch, wenn wir hier richtig loslegen. Oh ja. Und dann noch die Sonne so im Hintergrund, richtig krass. Geil. Cool. Ja, und da unten die schöne Station. Mohaha. So. Wie machen wir es jetzt? Wollen wir getrennt losfliegen oder wollen wir zusammen losfliegen? Oder bleibt einer hier und der andere fliegt los? Oder keine Ahnung. Ja, wollen wir jetzt Asteroiden abklappern? Wäre ja eigentlich das günstigste, oder? Ja, würde ich auch sagen. Hm. Na gut, wir haben ja. Einer könnte ja mit der Challenger und der andere könnte ja hier in der Nähe suchen und dann mit einer Drohne rumschippern. Gut, ja, nur, aber dass hier, du hier im Umkreis von 30 Kilometern keinen Asteroiden hast. Hier findest du nichts, das ist halt das Problem. Oder einer macht auf dem Mond unten ein bisschen Party. Mit ja, wäre auch eine Variante, aber hätte ich mir das Hochholen der Drohne sparen können. Ja, ist auch richtig, aber die ist ja schnell runtergebracht. Ja. Theoretisch. Ja, wir können auch zusammen losziehen, mir ist egal. Nee. Ich frage deswegen, weil man könnte jetzt hier, einer baut die Challenger schon mal um, dass wir dazu rankommen, weil ein bisschen Material haben wir und der andere baut sich irgendwie ein Schiff. Zwinker, zwinker. Hm, weißt schon. Mhm. Und dann kannst du damit losfliegen. Nostromo und Challenger, bitte kommen. Oh, guck mal, da hinten, Nostromo. Ja, wir hören dich, grüß dich. Jo, grüße Leute. Ich hab da was zum Handeln für euch. Ich dachte, ihr braucht ein bisschen was. Ja, das ist geil. Ja. Dich wieder zu sehen, Seppi. Da kommt ja wie auf Knopfdruck. Oh, ja. Was habt denn ihr hier Schönes gebaut? Ja, wir waren fleißig in der Zeit. Falls wir nochmal Reparaturen durchführen müssen, haben wir uns gedacht, wir bauen eine kleine Shipyard. Macht das Ganze ein bisschen einfacher. Aber der Parkplatz ist gerade voll, sonst hätte er gleich andocken können. Ja, das ist ein guter Einwand. Warte mal, ich park mal kurz um. Kannst sofort anlegen. So, einmal rein hier. Ja, Seppi, erzähl mal, wie ist denn dir gegangen? Wo kommst du? Ja, gut, ich komme gerade vom Bob und ja, ich war gerade auf dem Heimweg, da dachte ich, schneie mal bei euch vorbei. Ich habe ja noch was gut zu machen bei euch. Okay. Stimmt, dadurch, dass du diese wortlos verzogen hast, ja. Ja, ich hatte es eilig, Geschäfte, Geschäfte, Geschäfte. Aber du kommst aber gerade von Bob, ja? Ja. Noah? Ja. Hätten wir da nicht eine Frage an Seppi? Was fragst du mich, das fragt doch den. Jetzt
So unglaublich. Ja, du hast das Schiff letztens dort gesehen. Ja, du hast die Videoaufzeichnung von der Challenger gesehen. Stimmt. Ja, also. Redet ihr von dem gigantisch großen Teil, was da zurzeit im Dock liegt bei ihm? Ja, genau. Dieses Riesenmonster. Und dieser, ja. Ja. Nähere Auskunft jetzt. Ja, was soll ich dazu sagen? Das sind die unlauteren Geschäftspartner, sagen wir es mal so, von Bob. Aha, ja, okay. Ja. Also doch, wie das vermutet. Das habe ich aber auch erst im Nachhinein mitgekriegt, dass der da auch ja dubiose Geschäfte betreibt. Okay. Sag mal, was hast du da noch für ein Antennensignal auf deiner... Das ist mein Azubi, der ist erst ganz frisch, weil ich brauchte jemanden zum Tragen, ich wäre langsam alt. Ich wäre langsam alt. Das wäre cool. Nice. Wie heißt der? Muffy? Muffy, ja. Okay. Hat der irgendwas mit der Mafia zu tun? Ja, so vom Dialekt her, ja. Kann der auch reden oder ist er taubstumm? Hallo. Ah, da ist er. Es lebt. Es lebt. Der war wohl noch in der Kryo. Ja, so, der ist ein bisschen verschlafen. Ah ja, naja, das kriegen wir schon hin. Grüß dich, Muffy. Grüße dich. So, grüße dich. Brauchst du Hilfe beim Anlegen, oder? Ja, ich zirkle gerade ran hier. Ja, du musst eh mit der Nase andocken, hä? Ach so, ja, stimmt, hast ja recht. Oh Mann, er kennt sein eigenes Schiff nicht. Ja, ich dachte, ihr habt da seitlich auch einen dran, weil ich habe ja hier auch einen seitlichen dran. Ja, wir haben hier einen seitlichen, aber der ist nicht ausfahrbar. Wollte ich gerade sagen. Ah, ja. Damit wirst ja, du nicht. Ja, da komme ich lieber langsam mit der Spitze ran. Na, warte mal, bevor du jetzt hier ganz sowohl in deinem Tempo. Cargo, wir brauchen das hier, wir brauchen das hier. Ich baue den nochmal ein Stück länger, dann ist die Gefahr nicht so immens, wisst ihr, wie ich meine? Dass du anditscht. Ja. Machen wir den nochmal weg hier. Immer gut. Ja, du, komm, flex mal ein bisschen schneller. Machen wir hier Conveyor, hier. Du kannst ruhig schon ein Stück näher kommen, Zeppi. Ja, ja, ich muss besser Steuerdiesel umschalten, da geht das nicht so schnell. So. Och, du musst noch ein ganzes Stück runter. Ja, ja, und noch ein Stück nach rechts. Ich sehe das doch. Vielleicht doch dein Azubi besser fliegen lassen soll, ne? Nee, um Gottes Willen, ich hab das Ding erst general überholen lassen müssen. Lieber nicht. Nee, ich bin noch neu, ich fliege nicht. Wieso, hast du schon wieder geflügelte Interferenzen? Ja. So, jetzt müsstest du eigentlich problemlos andocken können. Ja, ich sehe ihn jetzt und Wenn nicht, biete ich mich auch als Lotse an. Kennst du ja bestimmt von den großen Raumhäfen und so weiter. Ja, da gibt's auch immer einen. Muss dein Schiff auch noch ein Stückchen hochziehen? Ja, ich hab das schon gesehen. Ach so, gut. Ich halt einfach mal das Maul. Dann kann das Zeug wieder weg hier. So. Ja, nee, erzähl mal, wie ist der gegangen? Mühe hin und her mit der Handelei, weißt du, wie das ist. Okay. Klingt jetzt nicht so aufregend. Ja, ist es ja auch nicht. Also es kommt dann sowas vor wie beim letzten Mal, wo ihr mich da unterstützend gerettet habt, sag ich jetzt mal. Okay. Hattest du nochmal so eine Begegnung der Ort? Nee. Komischerweise seitdem seine komischen Partner da sind, eigentlich nicht mehr. Ich weiß gar nicht warum. Meinst du Bob jetzt, oder? Ja. Weil das Schiff, das dort verankerlicht, das kam ja ein bisschen bekannt vor. Okay, hast du das schon mal irgendwo gesehen, oder? Ja, das kam mir dahingehend bekannt vor, wo ihr dann mit zur Rettung geeilt seid. Okay. Ach, hast du auch erst gedacht, dass es dich angreift, oder was? Ja, ich bin erstmal sehr skeptisch auf die Bremse getreten, sagen wir es mal so. Ja, sowas ähnliches habe ich auch durch. Nur ich habe mit dem Schiff zum Beispiel schlechte Erfahrungen gemacht, weil du erinnerst dich, dass wir dir erzählt haben, dass ich auf dem Mond abgestürzt bin? Ach so? Ja, das Schiff war es damals nämlich. Das war der Grund, warum ich überhaupt eine Notlandung machen musste. Ach so.
Ja. Und deswegen verstehst du vielleicht unsere nervöse Reaktion. Ja, da komme ich doch genau richtig. Ich habe auch ein sehr schönes Geschenk für euch. Als Dankeschön für die Rettung und Reparatur. Ich habe da was richtig Geiles gekriegt. Das wird euch gefallen. Okay, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Ja, dock mal schneller an. Ja, langsam. Ich was kaputt mache hier. Kostet alles Geld. Naja, das Tempo kennen wir ja mittlerweile. Ja, in aller Ruhe, in der Den hat er ruhelichten mich Kraft. jetzt, ne? Ja. Ja. Na, du musst noch ein Müh runter? Ja, ich habe das gerade gesehen. Aber trotzdem danke für die Einweisung. Na, das passt soweit. Das kannst du eigentlich vorstechen. Traut er sich nicht, wisst ihr, mit seiner Lanzenmation zu stechen. Ich sehe es schon, ja. Ja, das ist schon. Durch die Kamera sehe ich das ein bisschen schlecht. Okay. Ja, du musst dich natürlich jetzt erstmal vorne draufstellen, ja? Natürlich. Ey, das ist nicht Pinocchio. Du Komm, holst fast so schieb. den einen. Zeppi, immer schön vorwärts. Da sieht's so. Weiter, weiter, Ja. weiter. Sorry, aber das wird mein Dump. Ja, macht ja nichts, kannst du ja. Sieht das geil aus. Lost in Space ist ein Scheißdreck gegen den. Oh, genial. Warte mal, ich klebe dir mal eine Windschutzscheibe. Einfach weil ich es kann. So. Ja, wenn ihr hier alles steht, sehe ich gar nicht mehr. Na, flieg einfach vorwärts. Okay. Ein Ja, das Stück ist. links, Ja, hab noch ich ein aber bisschen da. rechts drehen und dann vorwärts. Ja, die Gyros sind ein bisschen empfindlich hier. Hallo, Oh, Matti. langsam, langsam, Hallo. langsam. Vorwärts. Noch ein Stück, kleines Stück. Weiter. Weiter. Irgendwo an der Scheibe. Vorwärts. Kleines Nicht Stück mehr. rechts. Stopp, stopp, stopp. Und jetzt connecten. Warte. Wo ist er denn? Ich finde nicht mehr. Die vier, die drei. Na? Ist es grün? Nein. Nein. Muss noch ein Stück rechts, wenn es geht. Nee, Drehen, nur drehen, nur drehen. warte, das kann nicht funktionieren, weil wir erst den Connector umschalten müssen auf Scheibe vor Ort. Ah, Das okay. musst du wahrscheinlich mit deinem auch machen. Hab ich. Weil sonst können die. Ach Quatsch, da habe ich ihn auf No Share gestellt. Aha, so, Share with all und Lock. Ja, jetzt ist Zack. grün, jetzt ist grün. Jetzt bist du da. So, jetzt bitte dein Schiff nicht mehr bewegen, weil sonst haben wir ja Ja. Positionsbestimmungsprobleme mit unserer Ship hier ab. Fünf. So, Antrieb aus. So, Cargo. Ja, was hast du denn Schönes zum Handel dabei? Sag mal. Ja, Platin. Ja, das hört sich gut an. Nice. Eisenbahn. Ja, alles lauter schöne Sachen. Okay. Also, ich denke mal, da wird sich bestimmt was handeln lassen. So. So. Aber Ich habe ich. mal den, also unseren Large Cargo 2 freigegeben, dass wir da das Zeug tauschen können, ja? Aber Ja. wollt ihr jetzt nicht erstmal kurz rüberkommen? Ja, wir kommen erstmal rüber. Aber Kaffee ist aus. Oh, nee, da Och fliege man. ich wieder. Nee, das Ding hier oben ist nur spartanisch eingerichtet. Ja, ist Ja. ja richtig, ist ja richtig. Das sieht ja auch noch brandneu aus. Ist es auch. Ist es auch. Also seit Ja, so lange ist es ja nun nicht. Ha? 2 Tagen im Betrieb, hä? Wo Kommt willst hin. du hin? Ja, ich hatte ein bisschen eilig. Ich wollte Er hat bestimmt wieder seine Dampers vergessen, Nee, ich weißt wollte es mal von der anderen Seite sehen. Oh, Ah, was so. habt ihr denn da schon wieder alles Schönes stehen? Ja, Das die ist ja Drohnen. nice. Apropos, wolltest du nicht Ja. eine von den Drohnen haben? Ja. Siehst du, perfekte Gelegenheit. Ja. Muss ich zwar noch mal eine bauen, aber das macht ja nichts. Ja, Hallo, Dando. Material ist genug da. Warte, ich lande mal hier. Habt ihr Gravitation? Ja. Ja, haben wir. Sehr schön. So, guten Ja, Tag. dein Azubi müsste aber mal die Gut. Farbe ändern, bitte. Ja, Na, ich sehe wieso? das Passt doch, gerade. Bede blau. Schnauze. Nur Ja, weil
Nur gut, dass ich nicht schwarz bin, sonst hätten wir ja Double Mobile. Ja, das sieht dann bestimmt auch nicht schlecht aus. So, mein Freund, ich habe von Ingenieur vom Mars was ganz Schönes gekriegt. Da, okay. Da machst du dich nass. Eine Nanit Factory. Ach die, nee. Die repairt vollautomatisch. Okay. Die benutzt deine Assembler und solche schönen Geschichten. Okay. So, die tut auch euch heilen, wenn ihr draußen euch ein bisschen ankratzen tut. Das ist richtig geiles Teil. Das glaube ich dir. Hat mich ein bisschen was gekostet, aber das ist ja nebensächlich. Ja, das ja, soll als Dankeschön für euch sein. Das ist fett. Das ja, ist und cool. Ich denke mal, so wie ihr euch hier gerade aufrüstet, ja. Ist das vielleicht gar nicht so verkehrt? Nee, das stimmt. Auf jeden Fall, ja. Da herzlichen Dank. Ja, ja, ich muss mich bedanken. Sag mal, Dante, musst du irgendwie pipi, weil du ständig in die Knie gehst? Oder? Ja, ihr zuckt bei mir genauso rum. Ich hätte dich das schon vor 3 Minuten fragen können. Das ist wahrscheinlich die Vibration vom Schiff übertragen auf eure Station. So, wenn, zack, Vibration weg. Nee, bei mir zitterst du trotzdem noch. Ja, weil mir kalt ist. Ich will ja nicht wieder anfangen mit Bauen. Ja, das ist halt kalt. Ist nun mal so. Wie hat mein Mentor mal gesagt, Arbeit ist die wärmste Jacke. So, komm. Das ist richtig. Genial. Wie wollen wir die Pläne überspielen? Ich mach mal ganz kurz das Antennensignal an, da. Und... Ja, tun wir das mal überspielen. Antenne? Ne, warte, wo haben wir sie denn? Muss ich mal kurz rein? Antenne, zack, ist an. So. Ja, Shipyard-Antenne ist an. Lädst du die am besten direkt in den Computer rein, ja? Ja, mach mal. Das ist genial. Ja. So. Wenn du das hast, dann unterhalten wir uns nochmal über die Mining-Drohne. Jo, oder? Genau, das machen wir doch. Ja. Ja, und du bist wirklich der Stumme hier, oder? Das ist ja. Wahnsinn. Ja, ja. Du bist auch bloß mitgekommen zum Zugucken, oder? Ja, zum Anpacken. Der muss alles rübertragen. Und warum hast du denn dein Schiff an eine Station angedockt? Ja, damit er nicht den Eindruck hat, dass er alles schleppen muss. Schon so ein kleiner Sklaventreiber, hm? Ja, na klar. Wenn man schon mal Azubi hat. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Na, so. Ihr wisst ja, wie es ist. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, aber bei mir schon. Ja. Hast du fertig die Übertragung? Oder? Ja, müsste eigentlich komplett drüben sein bei euch. Alles klar. Warte, dann gucken wir mal ganz kurz hier. So, Computer, Antenne. Da hast du auch Erweiterungsmodule, wie es ja von Assembler und Raffinerie kennst. Damit alles schneller und produktiver und energieschonender geht. Rechteckig. Oh ja. Ich sehe es, ich habe es schon im Anzug drin. Schon synchronisiert. Mining kann das Teil auch. Okay, das ist ja geil. Das ist echt geil. Ja, das ist Hammer. Ja. Dante, weißt du, wie schnell wir denn hier... Alter, wenn du in die Knie gehst, das sieht so lächerlich aus. Ja, frag mich mal, wie das bei dir aussieht. Ja, das scheint an meinem Schiff zu liegen. Vermute ich fast mal. Wie heißt denn das? Ach hier, Nanitblocks. Ja. Geil, oh. Fettes Teil. Na, das hat was. Ja, das sieht ganz. Also es kommt aber wieder wie gerufen eigentlich, wa? Ja, Timing ist alles. Ja, das ist wohl wahr. Weil ich muss ja da sein, wo man handeln kann und das zur richtigen Zeit. Sonst verdiene ich ja nichts. Achso, warum habe ich die Antenne eigentlich schon wieder ausgemacht? Die brauchen wir doch nochmal. Nee, brauchen wir nicht. Ja, wir hatten ja letztes Mal irgendwie gesagt, so du willst so 25.000 Platin für eine... Oh, na. Was hab ich gesagt? Du merkst, er ist alt, aber nicht vergesslich. Ja. Wir waren so, als wären das 25.000. Ja. Das hättest du gerne. Ja, den Preis von 15.000, den ich euch genannt habe, da habe ich schon gesagt, das wird euch keiner sonst zahlen. Du kommst mir mit 25.000, du willst mich wohl beleidigen. Ja, nein, das war mein Gedächtnis, entschuldige. Ja.
So, warte, ich hol mal hier die Mining-Drohne vor, dann können wir uns die nochmal angucken. Wollt ihr euch verabschieden? Wieso? Wir müssen sie dir auch überschreiben, weil sonst kannst du mit dem Teil ja nicht anfangen. Es ist richtig. So, komm mal ran hier. So. Machen wir nochmal Licht an. Zack. Licht aus. So, ich häng die jetzt einfach mal hier irgendwo mitten in den Raum, ja? So. Ja, dann mach mal eine Ansage. Was willst du denn dafür geben? Weil ja, wie gesagt, das sind ja dann die 15k, was ich schon sagte. Und das mit den anderen Sachen, das ja, schauen wir mal, was wir noch so Schönes haben. Na warte, ich guck mal kurz unsere Bestandsliste durch. Was haben wir eigentlich Schönes? Cargo, mit was könnte man handeln? Also. Ja, dein ja. Azubi, dein Azubi klebt mir am Arsch, Zebi. Ja, guck mal, eigentlich eher dahinter bleiben, hinter dem Azubi. Ist ein bisschen warm veranlagt. Was? Boah! Alter, ich geh rein. Zeppi, warte mal. Wir haben selber nicht so viel Rohmaterial, mit dem wir handeln könnten, aber wir haben ein bisschen Werkzeug, was wir dir eventuell überlassen können und ein paar Komponenten, wenn du damit zufrieden bist. Ja, Komponenten, ja, das ist immer gut. Warum lässt du jetzt eigentlich aus der Station die Luft raus? Weil ich sonst nicht reinkomme. Ich weiß auch nicht warum. Keine. Nee, mich drückt's wieder raus, ich komme nicht rein. Habt ihr keinen Airlock? Dann bleibt doch einfach draußen. Ja, meine Luft ist am Ende. Ah, wie du schon sagtest, spartanisch. Da hinten, Challenger? Ja, jetzt muss ich aber erstmal wieder rauskommen. Ach, ja, das ist eine Kacke hier mit der Positionsberechnung, das ist eine Kacke hier. Naja, irgendwas ist hier noch relativ unsauber. Nee, also. Ey, das ist wie ein Gummiband, ich komme nicht weg. Ich sag mal so, wir können auch handelsmäßig Erz, wenn ihr Erz habt, würde ich auch gegen raffiniertes Zeug. Nee, wir haben kein Erz, das ist also, das Problem. Wir haben nur ein bisschen was an Ingots da und ansonsten, wie gesagt, also wir haben Werkzeug, wir haben jede Menge Komponenten, Superconductors zum Beispiel oder hier Gravity Komponenten, haben wir einen Haufen Zeug, was wir dir überlassen können. Ein bisschen Kobalt haben wir, aber da würde ich dir nicht alles geben wollen. Ja, Kobalt haben wir ja auch, ne? Ja. Boah. Also, ist gerade eine schwierige Zeit für uns. Ich bin hier gerade am Schauen. Ja, da kommt der Händler wieder durch. Ja, das glaube ich dir. Ja, weil ich gucke hier gerade hinter eure. Er hat die andere Drohne gesehen. Ja. Ja, schau mal in meinen Frachtraum, was ich alles Schönes hab. Und dann, ja, mache ich Spruch. Dann musst du mal deine Cargo-Container freigeben, share with all. Ja. Und dann kann ich da reingucken. Mal gleich. Ja, warte. Hast du? Moment. Ich muss mich auch nochmal aufladen. Halt. Ich meine, besser, weißt du, und so. Ja, ich sag mal, die Drohne ist schnell gebaut, ja. Also. Ja, genau das meine ich doch. Ja. Ihr könnt ja leiser flüstern. Ja, siehst du, muss erstmal einen Funk ausmachen, sonst wird das nämlich nicht. Ich hab meinen Funk aus. Ja, dann könnte ich dich aber auch nicht hören, du. Ja, ich sag mal so, ich bin heute ziemlich großzügig. Ich meine meinen offenen. Ja? Ich bin heute großzügig veranlagt. Aus. Auch aus. Und siehst du, hör mich trotzdem alle. Ja. Dann machst du was falsch. Die Wälderdrohne. Ja. Denn. Das ist eigentlich eine Idee, weil die brauchen wir dann nicht mehr wirklich. Ja, du, das von, ist ein Deal. Von was anderem wollte ich eigentlich nicht reden. Ich brauche ja keine zwei meiner Drohnen. Ja. Das wäre ja Käse. Die Welder-Drohne, ja, die ist leer, die kannst du haben.
würde ich sagen. Die meinte ich ja eigentlich auch, er hat sie gesehen. Ja, ja. Der Händler sieht alles. So, würde ich sagen, 15.000 abgezogen vom Frachtraum für die Mining-Drohne und den Rest für die Wälder-Drohne. Was haltet ihr davon? Ach so, ja, ich muss mal gucken, was du eigentlich als Rest hast. Ja. Boah, ist das Ding voll. Ja, sind halt zum Großteil Rohstoffe, die ja leicht zu beschaffen sind. Sagen wir es mal so. Aber in den Massen? Ja, ne, da passt was rein in das Frachtschiff. Okay. Was haltet ihr davon? Weil ich hab ja so auf Umwege gehört, was da schon ja bevorsteht. Und ihr euch ja auch hier so schön militant. Wie? Was bevor? Ja. Von was redest du gerade? Ja, diese unlauteren Geschäftspartner, sag ich dann nur. Zerbi, wenn du mehr weißt wie wir, weih uns bitte ein. Ja, der will sich hier weiter breit machen. Oh Mann. Nee. Und so wie ich sehe, habt ihr davon auch schon ein bisschen Befürchtung, drum habt ihr doch das Ding hier schon gebaut, diese Schiffwerf. Naja, weil wir den Gott sei Dank schon gesehen hatten. Ja, richtig. Das war eigentlich mehr Vorahnung, aber Befürchtung weniger. Aber jetzt wissen wir es wenigstens ganz genau. Ach, keine Befürchtung, und da kommt ja bald ihr kleines Schiffswerft hier oben. Wenn du durchgemacht hättest, was Noir durchgemacht hat. Ja. Und ich meine, ich habe sein Schiff gesehen, wo es abgestürzt ist. Aber ich sag mal, eure Kombinationsgabel, die wird ja schon dahin gegangen sein, sonst hättet ihr nicht angefangen, so ein Ding zu bauen. Ja doch, wir wollten eigentlich nur weg. Ja, nur weg. Ja, höchstens ein bisschen. Einen Plan als ich, oder was? Na, höchstens ein bisschen mehr Verteidigung, falls es zu einer Intervention kommt. Dante und Militantdenken ist keine Ahnung. Naja, aber ich sag mal so, das hat schon eine Haufen von Militant, diese Schiffswerft, weil in der Größenordnung kann es bloß für Kriegsschiffe und nicht für Frachtschiffe sein. Ja, ist ja richtig. Da drauf. Okay, ja, gut. Und da dachte ich mir, da kommst du mal vorbei und ja, die brauchen bestimmt viel Rohstoffe. Ja, und so wie du das, also nochmal, die zwei Drohnen gegen alles, was du im Frachtraum hast, oder wie habe ich das richtig jetzt verstanden? Ganz ehrlich, das ist ein Deal, mache ich mit, da brauche ich den Dante auch nicht fragen, der hat einfach einen Funk auszuschalten, hat er eh schon gemacht und ja, ist ein Deal, ja, machen wir. Ich werde sonst auch nicht gefragt, wenn es Kaffee und Kuchen gibt, also von daher. Ja, du kriegst ja sowieso keinen Kuchen. Ja, deswegen. Ich kriege ja nicht mal einen Kaffee. Okay. Ja, den trinke ich ja weg. Das ist echt viel hier. Ja. Gut. Ja, da müsst ihr doch ein bisschen weit kommen. Wer schubst denn hier schon wieder? Entschuldigung. Naja, das war Absicht. Gut. Seppi, ich bin mal so frei. Zieh mal das Zeug rüber. Ja? Zieh dir das rüber, aber nicht mal Uran mitnehmen. Ach nee, kommst du ja sowieso nicht ran. Nee, aus dem Reaktor? Nee, das da. Ja, das ist oder ja welches meintest du? Weil hier ist Uran-Erz drin. Nee, das ist ja mit. Das braucht ihr ja bestimmt auch für Strom. Ja, mindestens. Ja. So, ich hab mal dein Schiff leer gemacht. Und das wird doch schön leicht. Ja, warte, hier, die Drohne kann ich gleich mal rüber schicken. Welder Drone. Hier, zack. Ah. Batterien. Also, kleine Eigenart von den Dingern, du musst immer warten, wenn du die Batterien umschaltest. Die brauchen 1-2 Sekunden. Aha. Gut, ich bin mal so frech und häng mal das Ding hier unten. Einfach irgendwo an der Seite von deinem Schiff, ja? Ja. Da hast du ja eigentlich genug Platz zum Dranheften. So, jetzt machen wir mal aus der Außenansicht. So, jetzt nochmal. Welder Drohne. Musst du nicht noch umschreiben? Ja, das kann ich ja dann immer noch machen. Ach so, aber ja. ich kann sie auch nicht mehr steuern, wenn. Wenn jetzt sie mir nicht mehr gehören, weißt du? Ja. So, die Mining-Drohne. Praktisch mit Flugsitz. Ja, kannst du dazu wie aussperren, weißt du, wenn er wieder dummes Zeug gequasselt hat. Naja, die wird ja eh postwendend verkauft. Weil, was soll ich als Händler damit? Ja, okay, gut.
So, wie sieht das hier aus? Ja, das passt soweit. Ich handle mit sowas. Sagen wir es mal so. So. Ah, Azubi, hast du wieder Glück gehabt, dass du nicht alles schleppen musst, wa? Ja. Das ist aber so glücklich. Zack. Dafür gibt's bloß der halbe Heuer, das weißt du. So, Arna Zeppi haben wir. Mhm. Und. Was? Du. Bist du wohl. Arna Zeppi. So, sind deine. Ja, sehr schön. Haben wir doch gute Geschäfte gemacht, gegenseitig. So. Ja, möchte ich nicht widersprechen. Ja. Würde ich jetzt besser fahren, bräuchtet ihr öfters nochmal Rohstoffe, dann würde ich ab und zu mal nochmal vorbeischauen. Oh, müsst sicher. Ihr wissen. Ja, ja, klar. Also wenn du gerade auf dem Weg bist, klar, bist herzlich eingeladen. Weil ich bin Händler. Ich nutze jede Gelegenheit. Jo. Und wir begrüßen das. Richtig. Ja, euch kommt es ja zu nutzen. Genau, so wie dir. Ja, in gewissem Sinne schon. Ja. Naja, cool. So. Da haben wir ja alles abgewickelt. Würde ich sagen. So. Ja. Wir beide machen den jetzt hier gleich mal voll Attacke, oder? Ja, würde ich sagen. Da geht's dann los, und, ja. Und wir ziehen von dann. Geschäfte getätigt. Da wünsche ich euch noch maximale Erfolge. Wir wünschen dir maximale Geschäfte. Ja, das ist immer gut. Und Seppi, gewöhn dir mal an, deine Helmlicht nicht immer ständig jemanden ins Gesicht zu halten. Das ist Überredungstaktik. Das ist wie beim FBI-Verhör, wisst ihr? Ja. Ja, jetzt, ja, das war so klar, dass du dein Licht anmachen musstest jetzt und in meine Richtung gucken. So, ich schnapp mir mal Azubi und daher wieder ab. Wir sehen uns wieder irgendwann. Ja, dann gute Geschäfte euch beten noch. Jo, danke dir. Und danke für alles. Husch ins Körbchen, Azubi, los. Der hört wie ein Hund ohne Leine. Herren Jahre, sag ich dann. Ja, gut, bei ihm möchte ich auch keinen Lehrling sein. Das hab ich gehört. Ja, solltest du ja auch. So, die Antenne hatte ich schon aus. Na gut, wenn sie bei 200 Meter sind, hören wir sie eh nicht mehr. Was machen wir jetzt noch? Erstmal würde ich sagen, Folgenschluss, oder? Ja, weil das hat sich dann doch etwas ein bisschen in die Länge gezogen, ja. Aber ja, logisch, wenn Zeppi da ist. Ja, das ist klar. Und dann fangen wir an, hier die Factory zu bauen. Ja, auf jeden Fall. Das Ding muss fertig werden. Ja. Guck mal, wie schön die ablegen können. Ja. Zeppi, sitzt du in deinem Sitz? Ja. Gut, ich mach mal hier Connector aus, ja? Ja. Anlag. So. Ist hier Trend? Mhm. Wunderlich. Super. So, viel Spaß noch. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Ben. Und schon wackelt's nicht mehr, merkst du? Ja, naja, ich sag doch mal. Bisschen noch. Ja, doch, ein bisschen noch, ja. So, ja. Machst du Schluss für heute, oder? Ja, genau, Leute. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein bisschen Feedback da, lasst ein paar Däumchen da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es hier wirklich richtig losgeht. Und dann, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Winke, winke. Tschüss.